Gott. Ich will euch mein Kaufverhalten-Video abdrehen. Ich muss leider gestehen, ich habe schon wieder nichts, sind mir die ganzen Rechnungen rausgeflogen, aufgeschrieben. Ich habe überhaupt keine Zeit für ihn. Es fehlt auch ein Müller-Haul, wo ich die Rechnung nicht mehr finde. Den muss ich aber unbedingt noch eintragen. Ich zeige euch aber schnell die Sachen, weil die habe ich in der Hand, die ich mir noch im Januar gekauft habe. Das stimmt nicht ganz. Das war, glaube ich, sogar im Dezember. Nur habe ich es vergessen zu zeigen. Deswegen habe ich es im Januar dazu geschrieben. Weil ich glaube, mir ist aufgefallen, dass ich im letzten Jahr ein paar Sachen aufschreiben vergessen habe. Und deswegen will ich das ein bisschen ändern. Das ist auch total staubig schon. Das war reduziert um 10 Euro oder so. Steht da zumindest. Ich liebe ja diese Dinger. Ich habe die am WC stehen. Das sind diese Ipuro-Raumdüfte. Eins habe ich auch in Roman zu Weihnachten geschenkt. Ich weiß gar nicht, er hat noch gar nichts gesagt dazu. Also weiß ich gar nicht, wie er das findet. Oder ob er schon aufgestellt hat. Dann habe ich mir noch einen Duft genommen. Eigentlich hätte ich mir den nicht nehmen sollen, aber der war um 9,95 reduziert. Und den Duft wollte ich schon die ganze Zeit haben. Das ist einer von Donna Karan. Die Flasche erinnert mich auch an eine Miniatur, die ich habe. Weil ich habe eine kleine, die schaut genauso aus wie das. So sieht der Duft aus. Eigentlich ist da eine Schlange drauf, die ist bei der Mini-Version leider nicht drauf. Und der geht auch so auf. Na, geh auf, so. Und ich liebe den Duft. Ich habe den oben gehabt, weil ich mir gedacht habe, 10 Euro ist wirklich nicht teuer. Weil normalerweise kostet diese kleine Größe 15 Euro. Und der ging auch aus dem Sortiment in Mini. Die anderen beiden Größen gibt es noch. Aber ja, ich sollte aber wirklich keine Parfums mehr kaufen. Das ist so irgendwie mein Laster. Ich sehe einen reduzierten Duft und will den sofort kaufen. Es gibt nämlich von Marc Jacobs, den will ich auch schon seit Monaten haben, gibt es einen Gurke. Duft, einen Kuba heißt der. Der ist in einer viereckigen Flasche. Und der kostet jetzt auch nur noch 30 Euro. Und den hätte ich so, so gerne. Aber ich darf mir keine Düfte mehr kaufen. Ich habe nicht mal Platz, noch Düfte zu platzieren. Der steht da hinten. Da steht noch ein Lancôme. Ich habe wirklich keinen Platz mehr. Ich dürfte mir eigentlich gar keine kaufen. Aber ich bin am Aufbrauchen. Ich versuch's. Ja. Wie das war im Monat Januar für mich, es war wirklich schwer. Nicht zum... War ich? Ich war beim Tiki Max. Da steht nämlich, ich war nicht. Aber ich war. Was für eine Lüge. Ich war beim Tiki Max, da war ich ja mit dem... Also, ich habe da ein bisschen gefilmt auf meinem anderen Kanal. Das Video ist online. Kann ich auch gerne in die Infobox verlinken, weil viele wissen das nicht, dass ich auch einen Vlog-Kanal habe. Und ich will da ein bisschen mehr machen, weil ich irgendwie Lust habe, wieder zu vloggen. Irgendwie in letzter Zeit. Ich hoffe nur, dass es nicht langweilig, weil gestern habe ich was zusammengeschnitten, was irgendwie langweilig aussieht. Aber mal schauen. Ja, also Tiki Max ist immer sehr gefährlich für mich. Ich war ja nicht dort. Ich habe... Blödsinn, was rede ich? Ich war im Januar dort. Ich habe das mit den Monaten verwechselt. Ich habe auch sehr viel im Müller gekauft. War das im Januar? Habe ich mich da ein bisschen vertan? Ich glaube, ich habe mich da ein bisschen beim Schreiben vertan. Weil der Sale hat ja erst im Februar angefangen, oder? Egal. Ich glaube, der Essenz-Sale hat Ende Januar angefangen, oder? Ich bin mir echt überhaupt nicht mehr sicher. Ich habe das Zeitgefühl vollkommen verloren. Tut mir urleid. Naja, ich habe ja viel von Essenz gekauft. Das habt ihr auch gesehen. Ich habe generell in letzter Zeit sehr viel gekauft im Müller. Ja, ausgegeben. Ich kann euch das leider noch nicht sagen. Ich meine, wenn mir der eine Haul noch fehlt, ihr könnt es hier sehen, den muss ich noch irgendwie eintragen. Und ich weiß nicht mehr, wo ich den Zettel habe. Muss ich mal schauen. Ja. Im Januar war es halt ein bisschen schwieriger, weil ich habe ja meinen Freund abgeholt und dort in der Nähe gibt es einen Tiki Max und deswegen, ja, war es halt ein bisschen schwieriger für mich, da ein bisschen stark zu bleiben, sage ich jetzt mal, würde ich jetzt mal behaupten. Ich bin in letzter Zeit sehr, sehr oft bei Müller einkaufen, weil ich da eben die Sachen schneller bekomme und schneller drankomme. Ja, aber ich muss auch sagen, ihr habt es ja im vorigen Video gesehen, ich habe auch ein bisschen was aufgebraucht, also ist das jetzt nicht so schlimm, glaube ich. Ja. Also ich will auf jeden Fall wirklich, wirklich, wirklich weniger kaufen. Wirklich wenig. Es klappt nicht so gut, weil so viele gute Sachen neu rauskommen. Aber ich versuche es. Was kann ich noch sagen über den Monat? Ich bin ein bisschen verwirrt. Ja, und ich sollte wirklich, wirklich keine Parfums mehr kaufen. Das einzige Problem ist halt, wenn bei Müller so reduzierte sind. Das ist selten, aber kommt manchmal vor. So wie mit dem kleinen Dufter, was ihr da gerade gesehen habt. Und eben mit dem Marc Jacobs. Den hätte ich so gerne. Der hält nämlich auch sehr lange. Das ist der Kukuba. Müsst ihr euch unbedingt mal anschauen. Da überlege ich noch. Wir haben Gott sei Dank noch genug in der Arbeit. Da überlege ich noch. Es ist auch ein neuer rauskommen von Escada. Der neue Sommerduft. Mit Melone. Sorry.
Mit Melone ist ein neuer Duft rausgekommen, da juckt es mich auch in den Fingern, den zu kaufen, weil den sprühe ich sehr, sehr oft in der Arbeit. Aber ich darf nicht, ich habe so viel, ich muss erst was aufbrauchen. Mein Ziel ist heuer, alle aufzubrauchen, die keine Verpackung haben. Ich habe eine Zeit lang auch einfach alle ausgepackt und die verstauben extrem natürlich. Und ein paar hinten sind noch in Verpackung und die will ich erst anfangen, wenn ich die vorne aufgebraucht habe. Das sind keine speziellen Düfte, ist mir aufgefallen, außer einer. Na Blödsinn, es ist ein Black Opium dabei, es ist ein Olympia dabei von Paco Rabanne. Ganz wenig Frochet-Düfte. Die will ich will es wirklich schaffen. Ich meine, ich werde eh nicht alle schaffen, weil es halt eine Weile braucht, bis ich die benutze. Das Positive ist, ich habe immer einen im Spind, einen Duft. Einen für die Arbeit. Wenn ich kurz bevor ich gehe, sprühe ich mich damit ein. Und einen so für, wenn ich jetzt heute zum Beispiel Nägel machen fahre, sprühe ich mich auch mit einem anderen ein. Damit ich eben Abwechslung habe und dass mir das mir nicht zu langweilig wird. Mehr gibt es eigentlich eh nicht zum Sagen. Ich darf halt wirklich keine Düfte mehr kaufen, weil jetzt sind doch wieder bald Schulungen und ich wette, da kriegen wir auch wieder welche geschenkt. Es ist keine Beschwerde, was ich da jetzt sage, weil ich bin Duft-Junkie, seit ich bei Müller arbeite überhaupt. Früher war ich das nicht so. Wer meine alten Duftsammlungsvideos kennt, weiß das. Früher war ich wirklich nicht so. Und jetzt eben schon. Ich kann nichts, ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Das hat mich ein bisschen verwirrt, dass ich da ein bisschen was falsch aufgeschrieben habe. Aber ich muss mich sowieso beeilen, weil... Okay, es ist erst 7 nach. Ich habe noch ein bisschen Zeit. Nur weiß ich nicht, was ich reden soll. Ich werde jetzt noch das aufgebraucht umtauschen, weil meine Tüte ist hier leer. Da werde ich jetzt die Sachen für Februar reingeben und die Januar-Sachen in die andere Tüte, damit ich weiß, was ich fotografieren muss. Ich weiß, urkompliziert. Ja. Aber ich finde, im Jänner war ich nicht so brav. Schaut euch das mal an. Also da kann man ja denken, wie viel das ausmacht. Also ich habe ja ab jetzt die 100-Euro-Grenze, aber trotzdem bin ich drüber. Ja, im Februar schaut schon ein bisschen besser aus. Aber dazu kommen wir dann im Februar, was ja nicht mehr so lange braucht, wenn wir mal ehrlich sind. Ja, mir fällt sonst nicht mehr ein, was ich euch noch sagen könnt. Na, mir fällt nichts ein. Ich wollte heute unbedingt die 2 Videos drehen. Also heute ist gut gesagt, wenn ihr das Video seht, ist schon ein anderer Tag leider. Weil ich habe eine lange Woche vor mir. Eine ganz, ganz lange Woche vor mir. Vor der habe ich schon Angst. Ab morgen beginnt's. Ab 13. Februar. Da wo Fasching ist. Ich habe schon echt Schiss. Ja. Egal. Ich muss mich nämlich beeilen, weil ich muss dann anschließend gleich nach Hause. Da werde ich wahrscheinlich was essen. Vielleicht. Weil ich habe heute am Abend dann noch eine Schulung. Ja. Und ich hoffe, ich kann ein bisschen, ich meine bei der Schulung natürlich nicht, aber ich will ein bisschen filmen heute. Ich bin mit meinen Vloggen in letzter Zeit echt, echt süchtig. Wirklich süchtig. Ich höre jetzt auf zu labern, weil sonst rede ich lauter Zeug, das euch eh nicht interessiert. Ich rechne das noch für euch zusammen und dann schreibe ich es euch in die Infobox, so heißt es. Wahnsinn. Es kommt doch bald ein Tiki Max Haul. Und falls ihr Videowünsche habt, könnt ihr mir die gerne in die Kommentare schreiben, weil ich habe ja gesagt, keine Ahnung, was ich noch drehen soll. Ich will noch einen Winterlook machen, aber dazu komme ich in letzter Zeit nicht, vielleicht komme ich dazu am Sonntag. Ich will unbedingt einen Winterlook schminken, bevor der Winter vorbei ist. Nur fällt mir auch nicht ein, was. Ja, und das heißt, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye! Jetzt höre ich lieber auf zu quatschen, weil sonst wird das Video viel zu lang und euch zu langweilig. Also bis dann, bye!